Einer seiner größten Stars und wichtigsten Leistungsträger könnte Jürgen Klopp über 2023 hinaus erhalten bleiben. Wie der Daily Mirror berichtet, stehen der FC Liverpool und Mohamed Salah kurz vor einer Einigung über einen neuen Vertrag. Zuletzt waren die Verhandlungen, die sich nun schon seit Monaten hinziehen, ins Stocken geraten. Angeblich hatte der Stürmer ein Angebot der Reds abgelehnt. Berichten zufolge forderte er ein Jahresgehalt in Höhe von 31 Millionen Euro pro Jahr. Nun soll Salah diesen Anspruch angepasst haben. In der aktuellen Meldung ist die Rede von einem Rentenvertrag bis 2027 für den 29-jährigen Ägypter, der 2017 von AS Rom zu Liverpool wechselte. Philippe Coutinho sorgt in der Premier League derzeit ordentlich für Aufsehen. Seit Januar spielt der Ex-Barca-Spieler auf Leihbasis für Aston Villa und hat in 10 Partien bereits 4 Treffer erzielt und 3 Tore vorbereitet. Nach dem Ende seiner Leihe im Sommer könnte er dann jedoch für einen anderen Verein spielen. Laut der spanischen Zeitung Sport hat Newcastle United die Fühler nach dem Mittelfeldspieler ausgestreckt. Villa ist jedoch in der Pole Position, denn der Club hat eine Kaufklausel in Höhe von 40 Millionen Euro. Bei Newcastle dürfte jedoch die Chance auf einen Titelgewinn höher sein. Zudem soll Coutinho selbst auch andere Optionen prüfen.